Tour. Und zwar direkt unter den Petronas Towers. Ist es heute sehr heiß. Und wir versuchen hier ein paar Bildchen zu schießen und alle anderen natürlich auch. Selbst wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, ist es richtig warm an den Stufen. Aber es ist schon beeindruckend, das hier mal zu sehen, wenn man das immer nur von Bildern kennt. Schon ein cooles Gefühl, dann mal hier zu stehen und sich das anzugucken. Das ist halt sehr, sehr modern, auch in den ganzen Häusern. Die ganze Stadt ist top modern, es sieht aus wie eine Stadt aus der Zukunft. Also die ganzen Straßen, es ist viel ruhiger als in Vietnam. Wir haben echt uns so erholt gefühlt gerade, als wir hier durchgelaufen sind, weil es eben nicht das Gruppe gibt, was man aus Hanoi kennt oder aus Saigon. Und es ist viel weniger Verkehr, aber toll, also beeindruckend. Wir gucken mal, wie lange wir jetzt hier bleiben wollen. Wir werden auf jeden Fall noch Silvester hier feiern. Das ist in 2 Tagen. Ich glaube, in 2 Tagen haben wir schon Silvester. Und da ziehen wir nochmal um in eine andere Unterkunft. Und ansonsten gucken wir uns hier ein bisschen die Stadt gerade an. Und bisher sind wir relativ angetan davon. Ja, mir gefällt es hier. Wie geht es dir? Doch, also wir müssen noch gucken, wie essen, wie Hotels, das ist ja auch einmal gegessen oder zweimal. Ist schon, klar, teurer als woanders vielleicht, aber es ist immer noch günstig. Also, du kommst immer unter 10 Euro für 2 Personen weg. Bisher haben wir nie mehr ausgegeben. Und ansonsten, Taxifahren ist relativ günstig gewesen. Ja, Unterkünfte, müssen wir mal gucken, ob wir da was anderes ist. Aber ansonsten, sehr schön hier, sehr sauber auch. Es fällt aber echt auf, dass es alles sauber ist, oder? Ja, also um die Eintritte oben, nach oben zu kommen, kostet so 14 Euro pro Person. Und viel. Ja, also wir werden, glaube ich, das nicht machen, aber. Die beste Sicht hast du eh vom Fernsehturm. Der ist ein bisschen weiter. Der kostet, glaube ich, nur 10 Euro. 10 Euro. Den werden wir vielleicht mal machen. Und ansonsten sieht der Turm von außen einfach besser aus als der Turm von innen, denke ich. Du musst halt auch sehr, sehr früh hier kommen, weil die Tickets wird irgendwie verlost. Achso, es gibt nur 1500 Besucher pro Tag maximal. Und wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Die Tickets sind wohl schon morgens um 10 Uhr ausverkauft. Und deswegen, naja, so eine Lotterie-Spaßaktion habe ich jetzt nicht so Lust zu. Kann man auch noch die VIP-Tickets kaufen? Kostet halt, glaube ich, 24 oder 25 Euro. Gott, oh Gott. Nee, das. Nö. Natürlich, ihr, wenn ihr reist, könnt ihr das machen. Wir nicht. Wir sind zu arm dafür. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Jetzt sind wir abends nochmal hier am Petronas Twin Tower Plaza oder wie das hier heißt. Und so sieht es dann hier wirklich aus, wenn alle versuchen, das gleiche Bild zu machen. Da werden auch immer noch Filter verkauft, Weitwinkelfilter, die man hier auf sein Handy setzen kann. Einer hat mir gerade versucht, sein iPhone 8 zu verkaufen. War bestimmt original. Sehr schön, sehr schön. Wir gehen mal auf die andere Seite, versuchen dann Spots zu finden, wo es leerer ist. Ja, wir wollten ja eigentlich auf den Aussichtspunkt oder auf die Twin Towers, aber wir sind hier gerade irgendwie viel, viel geiler irgendwie auch nach oben gekommen. Wir haben nämlich gerade eine Airbnb gebucht und sind hier nach oben gefahren zum Pool und dann hast du hier so eine richtig geile Aussicht. Wir sind im 33. Etage. 33. Stock. Wahnsinn. Ja. Und man kann da hinten Berge sehen und die ganze Stadt, das ist schon nett. Hier oben hat es so private Villas, Villen zum Party machen. Wenn du hier wohnst, darfst du hier diese Räume anmieten für deine Privatfeiern.
mit Küche und mit Aussicht und mit Pi und mit Po. Das hat doch was, oder? Und jetzt geht's mal zum Pool hier noch. Und das Ganze ist nur einer von drei Pools. Unten in der fünften Etage gibt es noch eine große Poollandschaft. Und hier oben sind wir allein. Gut, der Pool ist auch arschkalt natürlich, ist ja klar. Aber wie geil sieht das denn bitte aus? Ja, so in der Mitte zwischen den ganzen Wolkenkratzern, da wohnen die normalen Leute. Und ich habe das Gefühl, dass das immer weniger werden. Also, dass der Platz für die Leute, die da unten normal sich diese Wolkenkratzerwohnung hier nicht leisten können, dass die immer weiter verdrängt werden. Die sind ja schon jetzt umzingelt. Und was auch krass ist, da hinten ist so eine Art Mauer um dieses Gebiet drumherum. Die Mauer ist natürlich nur von der Autobahn, aber man kommt, wir waren da vorhin auch, man kommt da einfach schlecht links oder rechts vorbei. Man muss ewig weit laufen oder jedes Mal wieder zurückfahren. Das heißt, man ist schon ein bisschen eingekesselt da. Und wie man hier auch sieht, werden immer neue Wolkenkratzer gebaut und immer weiter rein in das Gebiet. Wie das hier in 20 Jahren aussieht, man weiß es nicht. Aber das ist schon echt ein beeindruckendes Bauwerk und diese Aussicht hier, Wahnsinn. Und noch mal ein kleines Video für alle, die Höhenangst haben. Also ich habe Höhenangst und ich sehe mir das Video lieber später an. Was haben wir noch? Dieses Gymnasium. Das Gymnasium. Also wenn man jetzt so eine Wohnung haben will von hier oben, bezahlst du 4.000 Ringgit. Das sind ungefähr 800 Euro im Monat. Und dafür kannst du hier diesen ganzen Quatsch mit benutzen. Kannst die Villa buchen, kannst den Pool benutzen, das Gym benutzen. Alles. Und hast, wir haben ja jetzt drei Zimmer, drei Bäder, eine Küche, zwei Küchen sogar. Also das ist schon im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland so bezahlen, schon ordentlich. Also hier kann man es doch mal aushalten. Wir liegen hier in unserer Mini-Muschel und gucken auf die Petronas Towers. Ich meine, wie geil ist das denn? Und stellt euch mal vor, dass morgen da überall Feuerwerk ist. Das wird ja toll. Ich bleib einfach hier liegen und guck mal das einfach aus erster Reihe an. So. Oder auch nicht. Mal gucken.